Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Pietro Lombardi teilt ungewöhnliches Foto ++. Harald Glöckler verrät Details über die Beziehung zu Mandita ++. Laura Müller veröffentlicht neues Paarfoto. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 16. April 2022. Pietro Lombardi sorgt für Aufsehen. Erst kürzlich sorgte Pietro Lombardi, 29, mit einem Ringfoto für Schlagzeilen, für Karfreitag kündigte er dann eine große Enthüllung an. Dahinter steckte ein Schnappschuss mit Katja Krasavic, 25, auf dem die Sängerin ein körperbetontes Brautkleid trägt und mit Lombardi in einer vermeintlichen Hochzeitskulisse posiert. Dieses Gefühl ist für uns beide neu, schreiben sie auf ihren Instagram-Accounts zu der Aufnahme, lassen allerdings offen, was genau sie im Schilde führen. Für die Fans steht allerdings schon fest, dass Pietro und Katja einen gemeinsamen Song herausbringen werden. 14. April 2022. Harald Glöckler verrät Details über die Beziehung zu Mandita. Harald Glöckler, 56, spricht endlich Klartext über seine Eheprobleme und die aktuelle Beziehung zu seinem Mann Dieter Schroth. 73. Der Designer hatte sich beim diesjährigen Dschungelcamp darüber ausgelassen, dass sich Herr Schroth körperlich und mental gehen lasse und das auch ihn mit runterzieht. Kurze Zeit später gingen Bilder durch die Presse, die Harald Glöckler beim vermeintlichen Auszug aus dem gemeinsamen Haus in Kirchheim an der Weinstraße in der Nähe von Ludwigshafen zeigten. Schnell dementierte der 56-Jährige, es handle sich um keinen Auszug, keine Trennung, er ziehe nur aus beruflichen Gründen vorübergehend in seine Zweitwohnung in Berlin. Seitdem hat man von dem Paar, das sich seit Jahrzehnten die Treue hält, nicht mehr viel gehört. Jetzt gibt der schrille Modeschöpfer ein Update und erzählt im Interview mit RTL, er hat jetzt viel Betreuung, viel Behandlung, Physio, aber auch ärztliche Behandlung. Und er arbeitet auch an sich selbst, er hat festgestellt, er muss was unternehmen, muss sich auch wieder mehr bewegen, geht jetzt täglich wieder im Pool schwimmen.